mal ausprobieren. So. Mein Not setzt öfter aus und hat Probleme wahrscheinlich auch durch die Begasung. Deshalb mussten wir das Equipment wechseln. Ne? So, möchte noch mal was zu Psychiatern sagen und so. Das ist nicht schön, was man mit ihnen macht. Weil Sie müssen sich vorstellen, man muss da lauter Bücher lesen von lauter ganz komischen Menschen. Dann ist man fertig mit seinem Studium. Oder wie ich. Ich habe mich ja immer didaktisch weitergebildet. Habe dann meine Abschlüsse gemacht, weil man mir nichts beibringen konnte. Weil in den Büchern auch viel zu wenig stand. Dann schaltet man Fernsehen an und schaut sich Politiker an und überlegt sich, Mensch, habe ich den nicht gerade in der Psychiatrie gesehen? Nein. Dann erkennt man dann als erstes, dass man da die meisten Kopfkranken in der Politik hat. Darf man natürlich nicht sagen. Und dann merkt man erst, wie man den Berufsstand verunglimpft überall. Und jeder das alles lustig findet. Deshalb hat man da auch so viel Scharlatane. So, und bin ja wieder so betäubt und jetzt auch nachweislich so betäubt. Das hören Sie auch anhand. Ja, das, danke Nadja. Das hört man ja auch anhand meiner anderen Statements und beziehungsweise unser Statement. Und jetzt kann ich dann auch wieder Dr. Senili sagen und Hasselbeck, die sind ja weiter im Amt. Also es ist unglaublich. Und selbstverständlich war ich auch nie bei der Stasi und so, ne? Also alle beide arbeiten für die Stasi und ich vergesse das jetzt immer, weil ich auch so betäubt bin. Was sagt er? Das macht er auch noch oder so, ne? Ja, das also, wie ich gefragt habe, aber mein Psychiater ist war. Mann, also er wollte mich ja gleich in die Psychiatrie haben. Nichts anderes, ne? Darum ging es nur. Ja, obwohl ich Vergiftung hatte, danach hat er gar nicht gefragt. Und dann fragte ich, ob er das macht er nebenbei. Das müsste ich mal überlegen. Ne, ich habe mich da sofort ausgegeben als Psychiater. Und trotzdem hat er in aller Ruhe weitergemacht mit seinem dummen Kopf, ne? So, und er macht hier weiter, also. Ja, kein Wunder. Also, wir haben auch Polizei und Justiz nicht auf unserer Seite. Es ist unglaublich. So, ich hoffe, dass Sie das einigermaßen verstehen. Wir müssen uns ein bisschen bewegen, wir wurden schon bedrängt in der Main. Wir kamen gar nicht so schnell weg, ne? Weil man ist immer um uns drum. Und dafür brauchen wir auch die Polizei, weil auch sie sieht sofort, dass es nicht normal ist. Wir möchten das nicht. Und wir haben so schon genug Reaktionen den ganzen Tag, denen wir fertig werden müssen, weil man hier keine Lust hat. Ne, Nadja? Und Sie sehen ja, jetzt haben Sie das Not. Es war schon mal weg und so und es ist jetzt immer mehr und ich halte zurück und schon uns jetzt. Wir haben uns jetzt mal ein anderes Gerätchen gekauft. Muss ich sehen, wie wir das machen. Und Sie hören ja auch, wie schwer ich atme. Das ist doch alles nicht normal. Und man freut sich natürlich, ne? Die anderen werten das alle aus und man lässt uns hier richtig für einen Fraß, lässt man uns jetzt hier. Man hat uns ja hier total unmöglich überall gemacht. Wir mussten uns durch diese Veröffentlichung total blamieren. Und natürlich jede Menge Lügen drin sind. Und man lässt uns ja auch einfach nicht ran, damit wir was löschen können und so. Aber wir überlegen auch schon, ob wir überhaupt was löschen, Renate. Weil das Problem ist ja jetzt, wir müssen uns auch selbst schützen. Und ich möchte nicht, dass andere von Schurkenstaaten Sicherheitsdienste uns voll kennen, Renate. Weil darum geht es ja jetzt auch, das werden einige andere gar nicht verstehen. Na, das ist mir doch egal, was andere von mir denken. Hauptsache, sie kennen mich nicht in der Nadel. Das ist doch so schlimm, das möchte ich mal jungen Menschen sagen, was da auf uns zukommt. Weil wir forschen, wir machen sehr, sehr viel Geld und sofort verteile ich in der Nadel. Und pass schön auf, dass diese ganzen Kriminellen um mich nicht hochkommen. Und bearbeite sie schön, ne? Weil das ist doch wichtig im Leben. Die runterhalten und das Gute was können.
müssen wir ein bisschen zurückgehen. Schnelle BMW Nummer FKS 1605, eine Frau, kam ganz schnell um die Ecke, 328i glaube ich, ein Kombi, kam ganz schnell um die Ecke, bremste und winkte uns jetzt nochmal rüber. Ne? So, wir sind eben natürlich sofort rückwärts gegangen, weil so ein Risiko können wir natürlich nicht eingehen. Selbstverständlich muss die Frau damit nichts zu tun haben. Ne? Aber woher soll ich das wissen? Das sind genau diese Tricks, die Sie auch in jedem Krimi mal sehen. Na, genau. Dann gibt man kurz Gas und die beiden Doofen sind vorgelaufen. Wir mussten jetzt richtig wie Idioten Rückwärtsgang einschalten und zurückgehen. Es ist unglaublich, wie man uns hier weiter vorführt. Und das möchte ich auch nicht. Und immer wieder sind diese ganzen Penner um uns und laufen um uns und gucken uns an. Und man versucht uns jetzt vom schönen Platz zu verdrängen. Ja, wir müssen da jetzt wieder eins öfter sein, ne? Möchte mich entschuldigen bei den Kriminellen, aber mir ist doch egal, wer da rumschreit, ne, Nati? Lassen Sie uns nicht in Ruhe, filme ich Sie, greifen Sie mich an oder hauen Sie uns, hau ich Ihnen schön was auf die Nase, ne, Nati? So ist das eben bei mir. Na, ich halt bestimmt nicht still. Sag ich auch nochmal an, ne? Also FBI und so, wenn sie uns mal sehen, wenn sie uns angegriffen haben. Also habe ich mich nicht mehr gewehrt, muss ich total betäubt gewesen sein. Ich wehre mich immer. Das ist mir egal, womit man mich bedroht. Und glauben Sie mir, ich habe schon die richtige Ausbildung dafür. Weil das ist nämlich jetzt auch ganz gefährlich, Nadi. Ja, also, wir sind hier weiter auf der Abschussliste und keiner macht was. Deshalb haben wir uns auch entschieden, müssen wir die Mittäter anbetteln. Das ist Spenden für uns, ne? Und ich möchte die Mittäter sagen, denken Sie mal dran, Sie wissen ja selbst, was mit Ihnen los ist und warum Sie da unten hängen und geben Sie uns da nicht die Schuld. Wir wollten es ändern. Und ich wäre in der Lage gewesen, na ja, Deutschland lebt sowieso nur von unseren Patenten. Da wäre noch viel mehr gewesen, ne, Nati? Also alles hätte hier ordentlich leben können. Und auch Westeuropa und so. Doch kein Problem. Das ist schon ein Ding, wie man uns so hinstellen will, als wenn wir gegen Staat sind. Es ist unglaublich. Wir sind nur gegen korrupte Staatsdiener und diese ganzen Seilschaften. Darum geht es doch um nichts anderes. So, jetzt unterbreche ich mal kurz.